Eier der Heimgebliebenen. Daheimgebliebenen. Ja, aber das hört sich so an, das ist scheiße an, aber ich find's geil. Ja. Ja. Los. Brauchen wir irgendwas dazu zu sagen? Nö. Ja, also das ist der Bob Ibex. Gefederter einrädriger Anhänger. Aktuell ist er mit 21 Kilo beladen, circa, wobei 5 Kilo von Wasser sind. Und das ist jetzt so mal der Test, bevor es in zwei Wochen auf den Rheinradweg geht. Und nebenbei gehen wir noch ein paar Mal so einen Abstecher in die Taunus rein. Und zum Schluss gehen wir nochmal an der Lachener See und wir werden mal ein bisschen Trail fahren. Und das sollte mit dem Anhänger eigentlich funktionieren. Hoffen wir es doch mal. Das sind hier an der Achse, da kommt eine separate Steckachse rein vom Anhänger. Kann man die dann schön einhängen, rechts und links. Und das ist jetzt heute mal so die Testfahrt mit deiner Übernachtung. Die ersten paar Höhenmeter haben wir schon. Kleiner Anstieg von vielleicht 120 Höhenmetern. Hat schon richtig geschlaucht. Aber wir haben noch so 350 bis 400 Höhenmeter noch vor uns. Oh, das Gesicht darf ich nicht filmen, das er gezeigt. Oh. Das ist Rad vom Alex. Der fährt dann auch in zwei Wochen damit, mit seinem Bob. Ja, dann schlauchen wir uns heute mal ein bisschen. Heute schönes Wetter. Morgen soll es vereinzelt Gewitter geben. Da sind wir mal gespannt. Wie das wird. Warm. Weinpause. 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 Ja, das ist zweideutig Weinpause, aber da weiß ich schon, da war eben gut, ja? Da war richtig gut. Hier war auch gut. Eine zu leckere, geile Portion Wurstsalat. Oh. Wenn man so nimmt, war das eigentlich mein Frühstück. Mhm. Ich schalten soll. Verrodet der Weg. Das letzte Mal hier war da nicht so. Oh, okay. Herausforderung. Ja, Alex, stopp! Und der Alex kommt!
Laufrad ist ja neu, das war ja erst weg, weil ich die Speicher, die Narbe kaputt gemacht habe. Da habe ich eine neue Narbe hinten reingekriegt. Und deswegen ist es, die Speichen sich jetzt erstmal richtig gesetzt haben, weil es jetzt erstmal richtig beanspruchbar ist. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, vom Rheinradweg. Wir wollen ja dann zwischendrin vom Rheinradweg so das Wälder nördlich von Mainz hoch in die Taunus und da so eine Tempelanlage anschauen. Also ist nämlich auf der Karte schon da so Tempel, was weiß ich. Und ein Wildpark plus eine Höhle und eine alte Ruine. Und dann geht es wieder runter an den Rhein. Und irgendwann oben bei Koblenz geht es dann wieder ein Stückchen in den Wald rein. Da müssen wir uns nämlich einen Nächtigungsplatz suchen. Und am nächsten Tag geht es dann an den Lachener See. Und Brennnessel waren dabei, ich merke es am linken Bein. Hinten ist noch alles okay, oder? Ja, sieht mal so aus. Ja, yeah, mit Bob und einhändig. Was machen wir nur für geile Aktionen? Und da drüben laufen Leute und die Leute laufen auf dem Forstweg. Wir fahren den Trail hier. Warum laufen die auf dem Forstweg? Wir fahren den Trail hier. Hallo. Einfach brennen, ignorieren, dann hört's auf. Ja, das erste Schiebestück. So circa 300 Meter. Alex schiebt schon weiter. Also das ist jetzt der große Nachteil an dem Ganzen. Das Hochschieben. Das sind jetzt das Stückchen hier hoch. Ja klar, das Schieben ist viel anstrengender, wenn halt das Gewicht hinten zieht und wenig Bums in den Beinen. Das ist anstrengend. Aber dann muss man halt durch. Ich denke, es wird noch öfters passieren. Ja. Weiter geht's. So, Schieben geht weiter. Wir haben es kurz mal ein Stückchen geradelt. Ist zwar jetzt flacher, haben wir probiert mal zu fahren. Es ging so circa 500 Meter gut, aber die Kraft ist doch dann raus, relativ schnell. Ja, keine Ahnung, wie viel Prozent es sind. 3, 4? Nee, keine Ahnung. Ja, aber es ist doch schon recht anstrengend. Wer liebt, der schiebt, heißt es ja so schön. Ja. Halt mit Leidenschaft dabei. Ja. Fertig mit Schieben, endlich wieder radeln. Oh. Ist doch schön anstrengend, schweißtreibend. Und es tut es so gut, dann Fahrtwind wieder. Auch wenn der Arsch schon wieder weh tut. Und wie sieht's bei dir aus? Läuft. Thank you.
Flasche auffülle. Nehme ich gerade. Ich glaube, ich mache das so. Hey! Eingebauter Fahrradständer! Drei Wettertaft und das Haar hell. Eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht mal. Siehst aber nur verstört. Verschwitzt aus. Wie ist wahrscheinlich. Naja, die Mountainbiker, die Bäse, wie sie ihre Räder mit auf dem Weg stehen haben und die Beute kaputt machen. Da sind wir gleich am Drachenfelsen und genießen wir noch ein bisschen den Sonnenschein. Im Hintergrund seht ihr schon den Drachenfelsen. Wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden verspätet hier oben angekommen. Schiebestrecken hatten wir jetzt noch mal eine zwischendrin und die war ein bisschen mehr als erwartet. Und da hinten lag uns ein hässlicher Baum über den Weg. Da haben wir jetzt gegenseitig helfen müssen. Verdammt. Ja, da lag ein Baum drüber. Da mussten wir uns gegenseitig helfen, Fahrräder und Bob überzutragen, überzuheben. Aber jetzt sind wir gleich oben. Das ist uns unser Etappenziel. Da haben wir kurz Bilder gemacht, bestätigt, damit wir hier waren. Mit Anhänger wohlgemerkt. Hier waren wir ja schon öfters. Und dann suchen wir uns einen Lagerplatz. Und irgendwo grillt jemand, ich riech Holz, ich riech Feuer. Irgendwo da oben ist die Drachenkammer. Und in der Drachenkammer, da war der Hause der Drache, den Siegfried in der Nibelungensage erschlagen hat und dessen Blut er gebadet hatte. Ich glaube, da ist was gemauert. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ungefähr da. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Aber das sieht so aus, als wäre da was gemauert. Wir müssen auch immer hier hoch wandern und uns zu Fuß mal ein bisschen besser umschauen. Alex ist weg. Schiebe, schiebe, schiebe. Yay, wir sind oben. Geil. So, ich beende jetzt die Tour, weil wir haben uns entschieden. Bleiben doch hier oben. Wir fahren nicht mehr runter und zu unserem unten Lagerplatz. Wir bleiben hier oben und machen Lagerplatz. Wir waren jetzt 23,4 Kilometer unterwegs. Nee.
mehr. Ich habe leider mein GPS zu spät angeschaltet. Wir haben locker nochmal 12 Kilometer mehr. Aber ja, was haben wir? 37. Okay, doch viel mehr. Alex hat 37 auf dem GPS. Ja, das reicht für heute, für eine gechillte Runde. Gechillt. Jetzt sind wir hier oben. Gechillt. Schöne gechillte Runde. Nur total durchgeschwitzt, total am Arsch. Schön, schön. Und mit 21 Kilo Anhänger. Ja, Mann. Insgesamt 30. Wenn ja, gut, insgesamt 30, wenn man das Gestell noch dazu nimmt vom Anhänger. Aber 21 Kilo Zuladung auf dem Anhänger. Unsere Tour kann kommen. Scheiße. Scheiße, Alter. Was machen wir da, ey? So, Zeit zum Kochen. Er mag die Kamera nicht so. Schöne Aussicht. Das Lapphändel noch mal ein bisschen das Licht gelegt, damit die Powerbank lädt. Ein bisschen Saft aus der Sonne zapfen. Jetzt gehen wir mal. Und ich hab was gesehen vorhin. Das macht mir so ein bisschen Gedanken auf die Nacht. So. Und morgens soll es ja gewittern. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem Gegenlicht, aber da hinten regnet es schon. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen so in die Sonne zu stellen. Ich weiß nicht, ob man das da noch sieht. Da hinten regnet es schon. Sieht man auch die dunkle, fette Wolke. Der Wind müsste aber so hinten vorbei drücken. Ja. Da hinten sieht man Philipsburg, das Kraftwerk. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ungefähr hier auf dem Huppel da so. Das müsste der Weinbiet sein, der Weinbiet Center. Und die Kalmit wäre hier, so, da müsste die Kalmit sein, falls man das Türmchen sieht. Episches Essen, epische Musik und Miraculi. Du hast mir die Aufnahme zerstört. Ich muss echt mal gucken, ob ich da irgendwas einstellen kann, damit man mehr sieht. Das ist viel zu nebelig. Wie der Flo immer sagen wird, die Luft ist zu dreckig. Und momentan sieht man nur den Mond. Der Mond. Das Feuer.